Für ein K aus Z gilt A mal K kongruent B mal K modulo N. Ist das richtig oder falsch? Ich habe in der Vorlesung öfter mal gefragt und durch Handaufheben bestimmte Lösungswege erfragt. Das ist etwas komplizierter, weil sich die Studierenden üblicherweise nicht trauen, öffentlich was zu sagen. B war nicht so viel, das waren 3. Für alle K größer 1 gilt A hoch K ist kongruent zu B hoch K. Wie kann ich gewährleisten, dass mir Leute während der Vorlesung Fragen stellen können? Und natürlich, wie kann ich darauf reagieren, auf diese ganzen Geschichten? Also wie kann man eine Interaktion herbeiführen? Und dann war es relativ einfach, dass man sich die Frage gestellt hat, womit gehen die heutigen Studierenden um? Und da kam sofort raus, dass letztendlich soziale Medien, Facebook und Co. verwendet werden. Und das war die Geburtsstunde für dieses Direktfeedback im Hörsaal. Wir erreichen mit dem Direktfeedback ca. 50-70% der Studierenden und das kontinuierlich. Sie sehen, wir können feststellen, 25, ja, die 12 ist ungerade. Als erstes stellt man mal fest, wir haben hier 5 Zahlen. Ja, 2, 4, das sind schon mal mehr, also ist das schon mal falsch. Außerdem sehen Sie, dass nicht alle Zahlen ungerade sind. Deshalb ist dieses Ergebnis falsch. Wenn ich gefragt habe und die Studierenden durch Handaufheben ihre Meinung kundtun sollen, haben sich vielleicht 40% beteiligt. Bei der RWTH-App liegt die Beteiligung bei nahezu 100%. Und hier sehen Sie das weitere Bild, also 1, 3, 7, 9, 15. Ist die Antwort richtig oder falsch? Manchmal hat man ja auch Fragen, die einem irgendwie peinlich erscheinen, weil man irgendetwas nicht weiß, wo andere Leute vielleicht denken würden, ja, das ist doch eigentlich klar, was da geschieht. Dann ist es ganz angenehm, da eine anonyme Frage stellen zu können. Ja, also ich persönlich bin immer ziemlich nervös, wenn mich ein Dozent mitten in der Vorlesung was fragt oder ich eine Frage habe. Also schiebt das meist gerne aufs Ende und fragt den Dozent nach der Vorlesung. Man traut sich halt viel mehr, eine Antwort zu geben und man sieht auch selbst, auf welchem Standpunkt man ist. Also mir hilft das einfach, um rauszufinden, bin ich jetzt genauso weit wie die anderen, komme ich mit dem Stoff mit, und für den Dozenten ist es ja auch gut. Also durch das Direktfeedback haben wir festgestellt, dass die Interaktion mit den Studierenden wesentlich intensiver ist. Und dann war ein Feedback geboren, das auch durch die Studierenden massiv eingesetzt wird. Diese Technik ist wirklich professorentauglich. Ich bin ja ein bekennender Analoger, wie Sie an der Tafel hinter mir sehen, aber die Technik ist so einfach gestaltet, erlaubt einem eine gute Kommunikation mit den Studierenden. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, das wirklich aufzunutzen.